Guten Morgen zusammen. Ich bin schon wieder auf dem Rad unterwegs. Aber ich muss sagen, heute Morgen, wir haben minus 3 Grad, der Wind und so, das ist schon wieder eisig. Aber wenn man da ist, muss man auch was machen. Also raus und los. Hier gegenüber ist der Kunstpavillon, der momentan denkmalgerecht saniert wird. Ich denke mir mal, das ist auch nötig, wenn man das so sieht. Da drüber ist der ehemalige Fürstenhof, was auch schon sehr verfallen aussieht. Warum das Ganze so ist, ich gehe erstmal davon aus, dass da ein Brand war und dass Löschschäden sind, aber wissen tue ich es nicht. Es sieht auch so insgesamt sehr verfallen aus. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen Richtung Burschendenkmal und von da aus werde ich mich dann wieder melden oder auf dem Weg dorthin. Also, wenn ihr mögt, wie immer, bleibt dran. Ja, wie ich gerade schon sagte, ich bin noch nicht viel weiter, wie man vielleicht im Hintergrund an dem Laubbläser hört. Aber hier sieht man schön die Wandelhalle. Das ist aus der Zeit der Bädergeschichte, wo das hier alles so entstanden ist. Hier kann man jetzt nicht mit dem Fahrrad rein, aber ich wollte zumindest mal ein paar Meter reingehen, um das Ganze mal kurz so zu betrachten. Und es ist eine sehr schön angelegte Anlage hier in Eisenach. Aber diese Laubbläser für 5 Blätter, Jungs, nehmt euch eine Laubhake und gut ist. Ich habe das beruflich selber mal gemacht und weiß, dass das auch anders geht. Nichts für ungut, aber es ist schon manchmal nervig, so viel Lärm für nichts. Ja, und hier nochmal der Fürstenhof, was ich vorhin auch schon versucht habe zu zeigen. Also ich muss ja sagen, alle Wege rund um Eisenach gehen bergauf. Das hat den Vorteil, auf dem Rückweg geht es ordentlich runter. Aber erstmal muss man sich hier warm quälen, was ja bei den Temperaturen auch eigentlich ganz okay ist. Aber gestern zum Beispiel von der Wartburg wieder runter. Ich hatte fast 60 Sachen, habe dann aber gebremst, weil ich dachte mir, ja, brennt vor Kälte die Augen weg. Also hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber jetzt geht's erstmal hier weiter. Also was man so hoch sieht hier an Häusern, echt sehr schön wieder. Und was ich feststellen muss, der Eisenacher an sich wirkt immer etwas brummelig, glaube ich, so optisch. Aber sehr hilfsbereit. Ich wurde gestern schon angesprochen, weil ich wohl orientierungslos aussah. Aber jetzt gerade schon wieder, wo ich denn hin wollte, ob man mir helfen könnte, weil ich mich hier den Berg so hochquäle. Deswegen, also lasst euch nicht von der Optik täuschen. Der Eisenacher an sich ist ein durchaus freundlicher Mensch und auch hilfsbereit. Muss ja auch mal gesagt werden. Und hier die erste Belohnung des Tages für die Auffahrt. Blick aufs Burschendenkmal. Ja, hier auf dem Weg nach oben zum Burschendenkmal weiter ist das Berghotel Eisenach. Sieht auch traumhaft aus. Mit Blick über den Thüringer Wald. Sehr schön. Hier geht's weiter. Ab hier kein Fahrradfahren. Waldspielen, Trinkgelage, Skating und so weiter. Daher werde ich jetzt die letzten Meter eben hochlaufen. Aber mit Fahrrad. Stehen lassen möchte ich es jetzt nicht unbedingt. Schon beeindruckend. Dort unten sind auch kostenlose Parkplätze. Falls ihr nicht so fit seid und hier hochfahren wollt mit dem Fahrrad oder laufen, da kann man auch gut parken. Und dann hier hochgehen. So, das sind die Treppen, warum ich hier hoch wollte. Um dieses Burschendenkmal hier zu sehen. Gebaut wurde das Ganze 1901, 1902. Und unterhalb ist auch noch ein Ehrenmal, aber das zeige ich euch gleich. Das ist schon ein beeindruckender Trümmer hier. Man kann natürlich einmal außen rum gehen, wo man auch wieder einen herrlichen Blick über Eisenach hat.
zur Wartburg rüber, wo ich ja gestern mit euch war. Wenn ihr denn beide Videos seht, das weiß ich natürlich nie. Aber hier mal so ein kleiner Blick rundum. Dort unten das Ehrenmal, wie gerade schon mal angesprochen. Und dort der Blick über den Thüringer Wald. Hier geht es jetzt runter zu dem Burschenschaftsehrenmal zur Langenmark-Gedenkstätte für die gefallenen Soldaten 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945. Da steht noch drüber, ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt, ihren gefallenen Bundesbrüdern die deutsche Burschenschaft. So sieht das Ganze einmal komplett aus. Und auch von hier hat man noch mal einen schönen Blick nach oben zu dem Burschendenkmal. Normalerweise gibt es hier auch noch einen Videofilm und Besichtigung der Ausstellung zur Geschichte der deutschen Burschenschaften und des Burschenschaftsdenkmals zu doch moderaten Eintrittspreisen. Und das Ganze ist aber heute nicht möglich, weil es geschlossen ist. So, ich werde mich aufs Rad setzen und mir weiter hier die Region anschauen. Direkt hier gegenüber ist oben im Wald nochmal wie so eine kleine Schlossanlage, Burganlage zu sehen mit ein paar Nebengebäuden. Da versuche ich jetzt erstmal rüber zu radeln. Hier sieht man schon das Gebäude, was ich vorhin meinte. Ich bin jetzt hier so eine halbe Stunde schon wieder unterwegs, mindestens, weil hier die meisten Straßen irgendwelche komischen Schilder haben mit 13% Steigung. Das scheint hier so die magische Zahl zu sein. Aber ich glaube, die haben alle unterschiedliche Steigungen. Die schreiben bloß keinen anderen Schild außer die 13. Aber egal. Ich bin hier oben. Das ist ein Teil des Rennsteig-Wanderweges hier. Und da werden wieder Erinnerungen wach an die Strecke Wadersloh nach Passau, die wir frei geplant hatten, die ich mit dem Marc gefahren bin. Mit unseren Zelten war sehr, sehr schön. Wobei der Rennsteig eine Quälerei war, muss man ja auch ehrlich sagen. Hier das Ganze sieht erstmal ein wenig verlassen aus, aber nicht ungepflegt. Also überraschen lassen, was kommt. Auch hier stehen leider wieder Schilder Eigentum der Kultur- und Denkmalgesellschaft. Das Betreten des Geländes ist verboten. Daher werde ich jetzt mal hier vorne kurz mit der Kamera draufhalten und dann schauen, ob man nicht außen um das Grundstück irgendwie drumherum kommt. Ja, ich komme jetzt hier aus dem Wald raus, dann ist hier so eine kleine Straße. Aber auch hier sieht man schon die Schilder überall. Betreten verboten, dies, das, jenes. Ich fahre jetzt mal bis zu dem improvisierten Schlagbaum dort vorne. Da hat man auf jeden Fall schon mal einen schönen Blick auf dieses Anwesen, was definitiv bewohnt ist und sehr gepflegt. Daher kann ich auch verstehen, dass die Leute sagen, komm, das ist privater Bereich und den wollen wir auch geschützt haben. Daher bis hierhin und nicht weiter. Ich mache mal noch ein schönes Foto und dann ist gut. Ist das nicht ein schönes kleines Hexenhäuschen? Also wenn man hier so durch den Wald fährt, diese ganzen abgelegenen Wege, die in keinem Stadtplan stehen und in keiner Touristinfo, entdeckt man echt viel in Eisenach und um Eisenach herum. Kann ich nur jedem empfehlen. Man kann es nur gerade erahnen, da kommt so eine Dampflok. Ich weiß nicht, ob ich die hier irgendwo ganz zu sehen kriege, aber dort hat man nochmal so einen Blick auf den Bahnhofseingang.
Ich versuche mal, ob man es sehen kann. Ja, da kommt sie aber kurz ins Bild auf jeden Fall. Schön. Gehört hatte ich sie vorher schon, aber jetzt gerade das erste Mal gesehen. Für den Güterverkehr genutzt natürlich. Also man fährt hier so durch die Stadt, sieht dann hier Lucky Burger, da drüber Konditorei und dann geht es so um die Ecke. Der ein oder andere Kramladen und diese schönen Fassaden wieder. Herrlich. So, jetzt geht's auf den Mittag zu. Ich fahre erstmal zurück zum Bulli und werde mir was Leckeres, Warmes kochen. Ich bin jetzt zwar schon auf dem Rückweg zum Bulli wegen dem Essen, wie gerade erwähnt, aber da ich ja immer andere Strecken wähle, sieht man auch sowas hier. Auch das gehört zu Eisenach. Das ein oder andere verfallene Industriegelände, wo direkt daneben schon ein saniertes ist, wo das Museum drin ist. Das ist übrigens die Automobilwelt Eisenach hier. Hatte ich gerade von da hinten gar nicht erkannt. Mal schauen, vielleicht schaue ich mir das später auch noch an. Aber erstmal alles, was es so draußen zu sehen gibt. Ist ja alles mehr oder weniger schön hier. Eisenach ist noch nicht so saniert wie Dresden zum Beispiel, aber hat durchaus sehr viele schöne Ecken, egal ob saniert oder nicht. Also ist definitiv meiner Meinung nach ein Besuch wert. Auch so hier diese kleinen Flussüberfahrten jetzt auf so einer improvisierten Brücke. Klasse. Dort die alte, wo die Natur sich schon ihren Anteil zurückgeholt hat. Hat auch alles seinen Reiz. Ja, ich bin mittlerweile auf dem Weg zu der Drachenschlucht. Hab mein Fahrrad jetzt aber stehen lassen hier vorne, weil das hier jetzt so parallel von der Bundesstraße ist und der Rest ist als Wanderweg ausgewiesen und da weiß man ja nie, wie es wird. Aber hier diesen kleinen Wasserfall wollte ich euch doch gerne noch zeigen. Und teilweise sieht man jetzt auch hier den Sandstein wieder. So wie es im Elbsandsteingebirge war. Nicht so massiv und schön, aber er ist da. Ja, und das ist jetzt, wie gesagt, der Weg hier. Da drüben geht es auf den Wanderweg, deswegen habe ich das Fahrrad jetzt da vorne stehen lassen. Und hier geht es rein zur Drachenschlucht, gut zu erkennen. Ein kleiner, schöner Bachlauf. Gegenüber so ein Tümpel, der mehr oder weniger mit Algen bedeckt ist. Ja gut, was das Ganze trügt, ist natürlich hier die Bundesstraße 19. Aber lässt sich halt nicht vermeiden. Und das ist der Grund, warum ich mein Fahrrad geparkt habe. Hier kommt jetzt nochmal das richtige Schild für die Drachenschlucht. So ein Eingangsbogen. Sieht man mittlerweile auch immer öfter, dass die solche Eingangsbögen machen. In Warstein war das auch. Ich weiß nicht mehr, wie das da hieß. Aber es war ähnlich gemacht. Nicht so pompös und schön, aber ähnlich. Die Drachenschlucht. Hier kommt jetzt die erste Brücke Richtung Drachenschlucht. Das Ganze ist auch so ein bisschen eingefasst hier natürlich, damit man einen vernünftigen Bachlauf hat. Ist aber sehr naturnah gemacht. Und man erkennt hier oben von den einzelnen Felsen, wie auch so das Wasser runterrinnt über das Moos. Was ich persönlich ja immer sehr schön finde. Ich gehe da mal näher dran, damit ihr das auch erkennt. Ist doch klasse, oder? Das Ganze läuft hier über so einen kleinen Rinnsal dann auch in den Bach rein. Und hier geht's weiter. Durch die Drachenschlucht. Habe ich schon gesagt, 2,6 Kilometer? Ich glaube ja. So lang ist das Ganze hier. Hier ist ein kleiner Wasserfall zu sehen.
Also man muss hier definitiv festes Schuhwerk haben. Noch besser Gummistiefel. Aber es geht auch so. Da rinnt das Wasser langsam runter. Ach, so macht Wandern Spaß. Oder spazieren gehen, wie man es nimmt. Hier gegenüber die Felsen. Auch wieder klasse. Hier ist wieder ein kleiner Wasserfall zu sehen. Hier vor Ort sieht das natürlich alles wesentlich schöner aus, aber so kann man es wenigstens ein bisschen darstellen. Ich würde sagen, hier ist es jetzt genauso beeindruckend wie in der Sächsischen Schweiz mit den Felsen. Ja, hier ist ein riesiges A in der Wand. Da gehe ich jetzt erstmal lesen, was das ist. Aber vorab muss ich euch das erst noch zeigen, wie das da so runterprasselt. Wunderschön. Und hier seinen Lauf nimmt. Hier selber geht es jetzt in die Drachenschlucht. Das Ganze über solche Gitter, wo durchgehend das Wasser unter einem herfließt. Aber ist trotzdem, ja, klasse. Weil man geht ja im Grunde direkt über dem Wasser, über dem fließenden Wasser. Sehr schön. Das ist mein persönliches Highlight hier in Eisenach. Definitiv. Oh, hier muss ich aufpassen. Jetzt tropft es ganz deftig. Mal die Hand über die Kamera halten. Hier geht's wieder besser. Wie gesagt, ich lasse jetzt einfach die Kamera mal ein bisschen laufen. Denke mir mal, ja, dort sehe ich auch schon wieder Menschen. Das war es dann wohl mit der Schlucht. Schön. Ja, der eigentliche Weg geht jetzt hier weiter. Ich werde aber jetzt nochmal zurückgehen durch die Drachenschlucht, ohne zu filmen und mir alles ganz genau anschauen. Das heißt für euch aber auch, das war's mit diesem Video und mit Eisenach. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen.
Mein Fazit zu Eisenach: Der Stellplatz, wo ich war, durchweg empfehlenswert. Die Sanitärräume hätten vielleicht ein bisschen wärmer sein können. Aber dadurch, dass ich der Einzige war und keine Saison ist, kann man auch nachvollziehen, dass die nicht so aufgeheizt sind. Eisenach an sich, ein sehr schönes Fleckchen Erde. Und auch drumherum gibt es sehr, sehr viel zu entdecken, wenn man sich darauf einlässt. Also, macht's gut, euer Markus.